Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Craft Attack. Mal wieder alleine, aber wir befinden uns gerade in Sparks Haus und ihr wundert euch bestimmt, warum wir uns gerade in Sparks Haus befinden. Nämlich aus folgendem Grund: Ich habe nämlich ein bisschen Gras für die Höhle gebraut. Danke, lieber Spark. Den habe ich nämlich gerade gefragt, ob der ein bisschen Gras hat, weil ich ja auch keine Silk Touch Spitzhacke habe oder Silk Touch Schaufel. Und deswegen hat der Gute mir seine Doppelkiste angeboten, wo übertrieben viel Gras dran ist. Auf jeden Fall sehr, sehr nett von dem Guten. Und ja, jetzt habe ich mir gerade 4 Stacks Grasblöcke geholt. Und ihr wundert euch vielleicht, warum kommt denn um diese Uhrzeit Craft Attack? Vielleicht wundert ihr euch auch nicht, weil ihr da gar nicht drüber nachgedacht habt. Aber normalerweise kommt Craft Attack eigentlich nicht um diese Uhrzeit. Und das ist auch eigentlich, das hat auch nur einen folgenden Grund. Ich bin ja in der letzten Folge in Nero gestorben. Und normalerweise ist es so, dass wenn jemand aus meiner Stadt oder jemand aus meiner Gruppe halt meinen Grabstein dann rettet, der da zurückgeblieben ist, dann darf ich am Folgetag dann halt doch noch ein Video hochladen. Aber da das nicht passiert ist, obwohl ich die Leute in meiner Stadt Confi halt gefragt habe, aber die haben es dann halt, denke ich mal, nicht gesehen. Ja, weil es keiner gemacht hat, darf ich halt heute leider keinen Nero-Part hochladen und muss dann bis morgen warten. Was richtig bescheuert ist. Aber naja, ich würde halt gerne einfach mal was erreichen, aber irgendwie bis jetzt habe ich noch nicht besonders viel erreicht. Das heißt, für die Leute, die sich denken, oh, Felix ist bis jetzt ja nur gestorben im Projekt, habe ich doch gar keinen Grund, da vorbeizugucken. Ja. Kann ich auch irgendwie verstehen. Aber ich versuche jetzt auf jeden Fall in der nächsten Zeit mit Nero ein bisschen produktiver zu sein. Beziehungsweise, das liegt eigentlich bis jetzt noch nicht in meiner Hand, weil diese Monster da sind einfach so abgefuckt stark, ey. Naja, okay. Und wir befinden uns auf jeden Fall nach dem ganzen Nero-Gelaber jetzt immer noch hier in Craft Attack und sind halt hier in unserer unterirdischen Höhle, wo wir unseren kleinen Trampolinraum haben, welchen ich hoffe, es funktioniert jetzt. Oh, Habt ihr es gesehen? Es hat sich früher geöffnet. Viel, viel früher, als es eigentlich sein müsste. Ob das jetzt noch so smooth ist oder ob das schon so perfekt funktioniert, weiß ich selber noch nicht. Ich glaube aber eher gesagt nicht. Ja, aber wenn das dann funktioniert, dann haben wir da oben im Endeffekt dann unseren kleinen Geheimraum. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe nur, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ich das da hinbekommen habe, weil irgendwie finde ich das langsam ein bisschen nervig mit dem Redstone-Struggle hier. So, aber erstmal will ich hier natürlich erstmal den Boden hier ersetzen durch das wunderschöne Gras, damit es halt hier, wie versprochen, so ein bisschen bewachsen aussieht. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass ich hier so ein bisschen Natur mit einbringen wollte, weil ich fand, dass der Raum dann sonst ein bisschen zu langweilig und einseitig aussieht. Aber naja, so, Glowstone haben wir auch hier. Das heißt, wir können den am besten irgendwie so da reinmachen oder so. Zack. So, und dann habe ich hier zufällig... Nein, Baummehl habe ich nicht. Nehmen wir uns doch mal hier das Knochenmehl. So, und dann mache ich hier nochmal so ein bisschen Natur rein. Zackedi zack. Zack. Ich brauche aber am besten noch irgendwie Leaves. Ich glaube nämlich, ich habe gar keine mehr. Ich hoffe aber doch sehr, ich habe welche. Nee. Was ich übrigens auch gemacht habe, ich habe ja in den letzten Folgen öfters mal darüber geredet, dass ich die Kisten anders arrangieren wollte. Und jetzt habe ich es im Endeffekt eigentlich geschafft. Das hier ist der Mittelpunkt, also diese zwei Blöcke hier. Genauer gesagt, ja, das hier. Und normalerweise würden die ja hier nebeneinander stehen. Ich habe aber das hier auch noch eins versetzt gemacht. Was bedeutet, dass der Raum im Endeffekt unsymmetrisch ist. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt hier nochmal einen extra Abstand gelassen. Das bedeutet, das kommt dann hier wieder hin. Das heißt, Symmetrie stimmt irgendwo dann irgendwie doch. Aber es ist dann irgendwie ein bisschen unmöglich, weil genau die Mitte halt zwei Blöcke breit ist. Und wenn die Mitte einen Block breit, dann würde es perfekt funktionieren. Aber es sieht gerade so aus, als hätte ich keine Leaves. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier in der Kiste irgendwo noch welche rumfliegen habe. Nein, sieht nicht so danach aus. Scheiße, Fehlanzeige. Ja, wo kriege ich denn jetzt die Leaves her, das ist die Frage. Ich denke, ich gehe einfach in irgendeinen Wald und hol sie mir. Haha. Das wäre eine gute Idee, wenn ich dann Bock hätte, das zu tun. Denn ich möchte nämlich eigentlich noch mit dem Trampolinraum, so gut wie es geht, hier noch fertig werden. Und am allerliebsten würde ich es noch so haben, dass in dieser Folge noch der, dieser Geheimraum da funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass es noch funktionieren wird. Ich denke mal, ich werde es vielleicht hinkriegen, zufällig einmal da rein zu treffen, aber ich bezweifle, dass ich da großartig viel Erfolg haben werde. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich das irgendwie so baue, dass hier dann irgendwie ein Pisten ausfährt oder sowas, quasi nach einer kurzen Zeit. Das heißt, wenn man hochgeschleudert wird, dann kommt ein Pisten, der quasi ausfährt. Das heißt, ich bleibe da stehen, muss dann nur noch reinlaufen und dann fährt er wieder raus. Aber es ist halt so, also fährt er quasi wieder rein. Halt nur so eine Stelle, damit ich da stehen kann. Ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist, ehrlich gesagt.
Ich habe auch schon so langsam das Gefühl, dass sich das ein bisschen zu schnell öffnet. Und vor allem immer noch, dass ich nicht hoch genug fliege. Was eigentlich mit das allerschlimmste Problem bis jetzt ist. Weil das bedeutet, ich müsste eigentlich theoretisch die ganze Konstruktion und alles rundherum nochmal komplett umbauen. Und da habe ich halt ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust drauf. Und das ist ein bisschen blöd. Aber naja, ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber erstmal wollen wir hier natürlich diesen natürlichen Part der Höhle hervorheben. So. So, so. Und das hier kommt nochmal zu. So, und dann mache ich hier am besten einfach so Gras hin. Genau so. Und dann hier das hier nochmal durch Gras ersetzen. Zack, zack. Weg damit. Ja, also hätte ich hier noch so ein bisschen Leaves, dann würde ich es noch so ein bisschen cooler gestalten können, weil dann wird das alles nochmal ein bisschen schöner und noch ein bisschen belebter aussehen. Ich glaube aber, deswegen gehe ich auch gleich nochmal ganz, ganz fix raus und hole mir einfach mal ein paar beim nächsten Baum. Weil ich finde es dann doch irgendwie ein bisschen zu langweilig hier ohne. Ist das überhaupt hell genug? Frage ich mich. Ich hoffe doch ja. So, machen wir nochmal hier eben so. So, so. Und dann würde ich sagen, ich gehe mal eben nach oben und mache mir am besten auch eine Schere und habe ich noch? Ja, eine Schere. Und dann geht es eben schnell nach oben und dann hole ich mir ganz, ganz viele Leaves, beziehungsweise so viele, wie ich brauche. Das geht ja eigentlich relativ schnell und dann geht es wieder ab in die Höhle rein. Was ich übrigens auch überlegt hatte, ob ich mir irgendwie so einen schnellen Ein- und Ausgang für die Höhle mache, aber irgendwie mit Enderperlen, sodass ich quasi irgendwie unten in der Höhle nur nach oben werfe und dann quasi in irgendwas reinwerfe, wo ich dann quasi drauf lande oder sowas. Ich habe da nicht so wirklich den Durchblick, was so Enderperlen-Aufzüge angeht. Ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt geht. Aber ich fand das auf jeden Fall sehr cool, weil ich habe Enderperlen en masse. Weil ich war nämlich einmal im End und da ist ja so ein schöner Weg zum Endportal, zu dieser Endfarm. Und da sind ja Perlen ohne Ende gewesen. Da habe ich mich direkt mal bedient. Ja, und seitdem habe ich halt Enderperlen ohne Ende. Und ich habe ja schon seit Ewigkeiten keine Flügel mehr. Deswegen muss ich die ganze Zeit wie so ein Vogel die ganze Zeit mit den Enderperlen durch die Gegend reisen. Aber naja, ist besser als zu laufen, denke ich mal. So. Gib mir diese Blätter. Give me all those Blätter. Gimme, 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 gimme. Es leckt auch ehrlich gesagt so ein ganz kleines bisschen. Das haben auch schon öfters Leute geschrieben. Wenn ich nämlich zum Beispiel in die Richtung gucke, dann leckt es. Wenn ich von meinem Haus weggucke, dann kriege ich wieder hohe FPS. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Ich denke mal, das ist selbstaussagend, weil ich gucke zu meinem Haus, es leckt, ich gucke weg, es leckt nicht. Es liegt daran, dass wir da so viel gebaut haben. Ich glaube auch vor allem, wenn ich in die Richtung gucke, dann ist da ja auch Kevins Haus und Revis Haus und Zanders Haus und all diese ganzen Häuser, die da in den Richtungen da geladen wurden. Und das ist ja alter Schwede, ey. Merkt ihr das? Guck mal, ich gucke weg. Jetzt habe ich gerade 30 FPS, alles schön flüssig. Jetzt gucke ich dahin. Es fängt irgendwie so komisch an zu laggen. Ja, halt noch Spark ist hier und Spark hat ja auch noch seine Beacons hier mit den fetten Rülpser-Effekten. Kennt ihr das, wenn ihr so random rülpsen müsst und das überhaupt gar nicht kontrollieren müsst? Genau das hatte ich gerade. Das finde ich immer sehr eigenartig. Naja. Ja, und ich glaube, das ist wirklich an Sparks Beacons und halt an dem ganzen Gebäude hier liegt von uns allen. Das kommt dann halt alles irgendwie zusammen. Aber in meiner Höhle geht's eigentlich relativ. Also ich habe hier auch eigentlich saubere 30 FPS. Naja, okay. Müssen wir jetzt nicht hier so über Bilder pro Sekunde Zahlen reden. So, dann als allererstes, ich hoffe, wir kriegen hier noch großartig was hin. Machen wir erstmal hier die Kohle. Erstmal vercraften. So. Zack, zack. Dann hier einmal die Fackeln. Und dann mache ich hier am liebsten erstmal so ein paar Leaves hin, weil ich finde, Leaves geben allem immer so ein bisschen so einen gewissen Touch irgendwie. Und das ist sehr cool. So. Dann irgendwie hier so lang. Dann irgendwie so und dann. Und dann irgendwie so. Ich hoffe, dass mich das irgendwie in diesem Sprungareal nicht davon abhält, hochzuspringen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass ich hier nicht irgendwie gegenknalle. Das hoffe ich. Hoffe ich doch sehr. So, aber hier möchte ich erstmal Leaves hin machen, weil ich will nicht, dass der Glowstone da so gesehen wird. So. So. Und dann noch irgendwie hier hoch so. So. Okay, ich glaube, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. So, dann machen wir ja das gleiche am besten nochmal hier oben irgendwie. Und da meldet sich wieder Skype. Ich hoffe, das geht nicht weiter so, sonst hört man jetzt gleich die ganze Zeit. Wupp, wupp. Wupp, wupp.
So, und dann mache ich nach hier oben, weil hier oben werde ich eh nie hinkommen. So hoch springe ich dann eh nicht. Mache ich dann auch nochmal so, damit das halt so ein bisschen nach was aussieht. So, ich glaube so vom Look her an sich ist der Raum eigentlich fertig. Ich glaube, ich habe aber noch so ein paar Stellen übersehen, wo noch dieser hässige Stein ist. So. Da ist, glaube ich, kein hässlicher Stein. Habe ich hier sonst noch irgendwo diesen Stein übersehen? Ich glaube nicht. Und ich guck mal, ob es jetzt an sich funktioniert so. Oh, ja, funktioniert ja super mit dem Hochschleudern. Komm, nochmal. Ich glaube, es gab auch so einen Bug. Das hatte ich, hat zumindest den Eindruck, als ich die Arena gebaut habe, dass die Sprungplatten nur dann funktionieren, wenn man nichts in der Hand hat. Also es... Okay. Also war das auf jeden Fall nicht der Fall. Ich hatte zumindest irgendwie manchmal die Einbildung, dass es so wäre. Oder dass es wichtig ist, aus welcher Himmelsrichtung man auf die Druckplatte drauf geht. Es funktioniert aber einfach nicht. Merkt ihr das? Es ist einfach nur total bescheuert. Eigentlich müsste es funktionieren. Wenn ich die Druckplatte davor mache, dann ist das ungefähr so. Und ich stehe dann nur so wie so ein Dummkopf davor. Das heißt, ich muss die quasi dahinter machen, weil es anders hier gar nicht funktioniert. Aber irgendwie schleudert es mich auch nur manchmal hoch. Naja, okay. Ich würde sagen, aber an sich ist es ein sehr, sehr schöner Trampolinraum. Ist sehr, sehr hübsch geworden, ist eigentlich auch so gesagt fertig, weil ich habe es auch schon einmal geschafft, da oben reinzukommen. Das Redstone-Ding muss ich halt noch ein bisschen perfektionieren, aber an sich würde ich sagen, das war's eigentlich mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und morgen gibt es dann wieder Nero. Ich weiß nicht, ob es morgen dann auch wieder Craft Attack gibt, werdet ihr dann irgendwie sehen. Ich würde aber einfach sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal, tschüss.